Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der La Coronella. Ja, wie ihr seht, bin ich immer noch in den Kartoffeln bei. Das wird sich, denke ich mal, auch nicht ganz so schnell ändern. Ich werde zwar doch sehr viel offline machen, aber ja, wir sind immer noch am ersten Feld bei. Ich habe jetzt ringsrum ein bisschen Vorgewände, sag ich mal, gemacht, so ein bisschen, ja, die Rundung rausgenommen, dass wir einfach nur noch hoch und runter fahren brauchen jetzt. Boah, ich habe das alles so ein bisschen, ja, viereckiger gemacht, sag ich mal. Und ich habe mittlerweile doch schon relativ viel. Wir haben jetzt 134.000 Liter Kartoffeln im Lager. Das ist schon eine ganze Menge und das eigentlich fast nur, ich sag mal, vom Vorgewende. Ne? Tja. Oben stehen mittlerweile auch zwei Trecker mit Anhängern. Einmal ja der McCormick mit den Brandner Anhänger und einmal der Steyr mit den beiden Reich Anhängern. Ja, wie gesagt, also das wird noch ein Betten dauern. Wir haben noch ein Betten vor uns. Wie gesagt, ich werde sehr viel auch offline machen, damit das nicht zu viel Kartoffeln wird. Wobei, wir haben noch ein ganzes Feld vor uns, ne? Hier. Wir haben hier noch das ganze Feld vor uns, Feld 33. Vielleicht werden wir, wenn Feld 33 abgeerntet ist, Feld 26, wenn das abgeerntet ist. Vielleicht werden wir dann zwischendurch nochmal was anderes machen. Wir müssen ja hier auf der 28 und 8 auch noch Kalk streuen. Das muss unter oder das muss gegrubbelt werden und. Wir haben noch eine Menge zu tun. Sehr, sehr viel zu tun sogar. Und ja, es muss irgendwie fertig gemacht werden, ne? Wir können zwar bis Ende Oktober noch ansehen mit Weizen und Gerste, aber trotzdem, das ist ja bis dahin noch eine Menge Arbeit, weil wir haben nachher im Oktober, ich denke mal, vorher werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen, auch noch die Maisernte und eventuell Sonnenblumen, Sojabohnen, eventuell auch noch im Oktober alles. Also, das wird noch einiges an Zeit beanspruchen oder in Beanspruchung nehmen. Das Ganze, die Felder zu bewirtschaften, zu ernten überhaupt. Wie gesagt, das sind nochmal zwei Felder mit Mais, ein Feld Sonnenblumen und ein Feld Soja. Ein Feld will ich ja häckseln und ein Feld will ich ja dreschen, damit wir eventuell da auch schon die erste Produktion starten können. Nämlich Maisöl. Mal schauen. Und eventuell auch schon mal, wir hätten es nämlich, ist es der? Und ich glaube, es ist da oben. Sonnenblumenölproduktion. Dass wir damit schon anfangen können. Da muss ich mal schauen, wie wir dann weiterkommen. Vielleicht werden wir dann im Winter, oder ich im Winter schon mal einmal noch ein Stück Land kaufen. Am besten dies hier oder dies hier. Weil da stehen ja Pinienbäume, Pinien, Nadelbäume irgendwie so weit. Dass man da eventuell
im Winter über ein bisschen Holzfeld schon mal. Holzsägen, Fällen, wie auch immer. Und dann nachher auch schon mal mit der Palettenproduktion war hier, glaube ich, dass man denn da auch schon mit der Palettenproduktion anfängt. Irgendwann denn in naher Zukunft schon mal. Wie gesagt, das wird alles noch. Das ist halt sehr, sehr viel Arbeit zurzeit gerade. Ich muss mal fragen, vielleicht hat ja einer der Jungs einmal Lust, mal einmal ein bisschen mit auszuhelfen. Mal gucken. Wenn sie das Video sehen und dann da und dann, ah, jetzt will er noch fragen, ob wir wieder helfen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal schauen. Weil bei mir ist das ja immer so ein bisschen spontan mit dem Aufnehmen auch. Man hat ja gar keine festen Aufnehmzeiten. Ja, auf jeden Fall wird es schon ein bisschen weniger. Hier. Aber wenn mal ein paar Kartoffeln stehen bleiben, ist das nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, wir kriegen, denke ich mal, mehr als genug raus. Von beiden Schlägen. Mal schauen, vielleicht hätte ich den zweiten Kartoffellager gar nicht machen brauchen. Wäre ja auch möglich, ne? Dann kann ich jetzt erstmal beide Träger bzw. die Anhänger voll knacken. Brauche ich nicht immer gleich wieder losfahren. Der Brandner voll ist, habe ein bisschen mehr Platz im Tiet, vielleicht hier auch noch mal ein paar Meter zu machen. Ja, wie sieht es eigentlich die Woche aus mit Videos und so? Also ich nehme das Video hier am Sonntag, ja, Nachmittag, abends schon mal auf. Ja, bei mir ist halb fünf. Das erscheint also für euch heute am Montag. Ich guck mal, ob ich das, dass ich vielleicht zum Dienstag nochmal eine Folge rauskriege. Und ab Mittwoch sollte dann wahrscheinlich auch wieder, ich hoffe es, ich weiß das jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz genau, wieder mit der Gelderland losgehen, beziehungsweise weitergehen. Ne? Da müssen wir ja auch mal wieder. Na gut, wie gesagt, kommt immer darauf an, wie alle Zeit haben und können. Ne? Ist ja auch immer so ein Thema. Haben ja nicht immer alle und dann Zeit. Bei mir geht das natürlich nur an bestimmten Tagen. Aber bei mir geht das nur am Dienstag jetzt. Weil ab Mittwoch habe ich Spätschicht und ja. Da wird das nichts. Deswegen ist es manchmal nicht ganz so einfach, einen Tag zu finden, wo alle Zeit haben, ne?
Aber wir arbeiten dran. Du bist ja hängen geblieben. Aber hier kommt man irgendwie doch. So konnte man das noch verstellen. Und doch. Das sieht doch noch. Weil ich sehe hier nämlich keine Hydraulik. Doch, da. Ja, gut, okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, Livestream die Woche. Ja, wie gesagt, wird auch ein bisschen schwierig. Ich denke mal, wenn dann eher am Wochenende halt, Samstag und Sonntag wahrscheinlich dann eher. Aber ja, wir müssen mal gucken, ne? Wie gesagt, ich werde hier einen Großteil offline machen. Ich sag, dass wir nicht zu viel Kartoffeln haben jetzt in den oder als Videos. Sei denn, ihr sagt, nee, kannst du ruhig ein bisschen mehr zeigen. Wie gesagt, wir haben noch ein zweites Feld, ne? Also von daher werden wir hier noch Kartoffeln noch genug sehen, das war's dann aber auch wahrscheinlich erstmal mit Kartoffeln. Wenn die beiden Felder runter sind, dann habe ich erstmal genug Kartoffeln gesehen eigentlich. Vor allen Dingen die Miete wird uns auch noch ein bisschen, ne, hat Kosten. Ich habe jetzt schon einmal gezahlt, jetzt sind wir schon wieder bei 1,2 Stunden, 1,5 Stunden. Puh. Da wird noch ein bisschen was drauf gehen für Mieter, ne? Aber wie gesagt, der 2-Reihe oder nee, 2-Reihe, glaube ich, ist das, ne? Von Keiler oder auch von Grümbel, der, das ist einfach zu doll. Da wäre ich jetzt noch nicht mal halb so weit wie jetzt. Ah, da haben wir einmal was stehen da, wie gesagt, das ist nicht ganz so schlimm. So, mal gucken. Ich glaube, gleich werden wir die Reihe hier einmal fertig machen, komplett. Also, ne? Das Stück da hinten, auf der Seite, wo wir runtergefahren sind. Und dann mal schauen. Und dann mal schauen, ne? Dann ist es nachher nicht mehr ganz so viel, ne? Aber trotzdem. Wie gesagt, das reicht bei mir dann auch erstmal mit Kartoffeln wieder. Ich mache das ja mal hin und wieder mal ganz gerne. Auch so Zuckerrüben, ne? Mache ich hin und wieder auch mal ganz gerne. Aber das ist nur mal halt, ne? Also ich brauche das wirklich nicht immer haben. Kartoffeln oder so oder Zuckerrüben. Ich sag mal, in-game alle paar Jahre mal vielleicht mal ein Sonnenfeld. Ein und nicht gleich zwei oder drei. Und dann aber auch relativ kleine Felder.
Und nicht so eine großen. Also wenn ich das nächste Mal machen würde, würde ich wahrscheinlich eher hier Feld 28 nehmen dafür. Oder 54, weil die sind ja doch relativ kleiner. Relativ. Guti, wir sind dann erstmal fertig für heute. Wie gesagt, ich werde hier jetzt noch ein bisschen offline machen. Und dann sage ich mal, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.